Hallo ihr Lieben, unsere Ida Nova wurde vorgestern getauft, großartige Veranstaltung, ich hoffe ihr wart alle dabei. Darüber wollen wir natürlich unsere anderen Schiffe nicht zu kurz kommen lassen und deswegen habe ich drei wunderbare Geschichten für euch mitgebracht. Der Tag der Umarmung, herrlicher Film. Dann Daisy war mit uns auf Weltreise und erzählt ein bisschen darüber und Pedro González war an Bord, der Fitnesstrainer. Viel Spaß! Auf diesen Beitrag habe ich mich ganz besonders gefreut. Besonders jetzt wird sich viel zu wenig umarmt da draußen in der Welt. Und das wollen wir ändern. Am Tag der Umarmung haben unsere Gastgeber alles getan, was man tun kann. Ich wünsche euch viel Spaß. When the dancing tree looked down, singing in my ear, rainbow gently spread. Das war herrlich, das sollten wir öfters machen. Und jetzt sprechen wir über Daisy. Bald ist ja wieder Weltreise und sie war auf Weltreise und hat ihre schönsten Bilder und so einen kleinen privaten Bericht mitgebracht. Viel Spaß wünsche ich euch. My name is Daisy Wheeler and I come from Southampton, which is in England. I was part of AIDA's first ever world cruise. We visited 5 different continents. The cruise sailed from Hamburg to Hamburg and it was 116 days, 72 sea days. 42 ports and we went to 23 different countries. So my best experiences on the world cruise were definitely skydiving in New Zealand from 5,000 meters high. That was really special. And also when we were in Bora Bora and I went swimming with sharks and stingrays as well. As a special way for me to remember the cruise, I took a 1-second video every single day. So that was a really nice way that I could look back on the whole of the cruise in 3 minutes. Being on the world cruise made me learn a lot about myself. It was a really humbling experience because we were in so many different places that you just wouldn't get to go to. So I learned a lot about myself and about different cultures and different experiences, and I just soaked it all in and really enjoyed it all. There was a really special feeling of the crew on board. I think we all appreciated what an experience it was for the first time that AIDA was doing this world cruise. So we all felt really, really lucky to be there. And we got really close like a family, so many sea days, so much time, but it meant that we really appreciated it and we got to experience something so special together. Some of the guests could get on and get off, but the majority of them stayed for the whole world cruise. So I think they had a very special feeling as well that they were part of it all. And the crew got really, really close to all of the passengers that we had on board. And there were a few tears actually when they were saying goodbye. So it was a really nice experience in terms of it was the best time of my life. Viele von euch haben ja Spaß daran, bei uns an Bord die ganzen Sportmöglichkeiten zu nutzen. Und oft sind Trainer an Bord richtige Profis, die dabei unterstützen und helfen können, euch weiterzuentwickeln. Zum Beispiel Pedro González. Mein Name ist Dr. Pedro González, ich komme aus Hamburg. Ich bin Sportwissenschaftler und Athletiktrainer, habe so knapp 10 Jahre in der Bundesliga gearbeitet, bin jetzt so gut 5 bis 6 Jahre für AIDA auch unterwegs, auf bestimmten Themenreisen, wie jetzt hier zum Beispiel zur WM.
Für unsere Gäste habe ich im Angebot einmal die Vorträge. Da geht es um Gesundheit, Ernährung, wie man trainieren sollte, aber auch um solche Dinge wie Burnout-Prävention und Stress. Sie sehen dann auch die rote Kurve, der Puls knickt dann da irgendwo bei 185, bei 190 ab. Also schneller kann ich einfach nicht laufen, beziehungsweise mein Herz nicht höher schlagen. Und dann macht man wieder die 5 km/h an und guckt, wie schnell der Puls sich erholt. Parallel dazu nimmt man eben das Laktat aus dem Blut und dann hat man eine saubere Leistungsdiagnostik. Dann natürlich die Workshops, das sind die Übungen, die wir eben auch beim DFB machen, ohne Gewichte, ohne Geräte, was man eben auch so zu Hause oder am Strand machen kann. Und kommen wieder in den Unterarmstütz, keine Pause. Was den Job hier halt besonders anspruchsvoll, aber auch abwechslungsreich macht, ist, dass wir natürlich hier mit über 2000 Gästen fahren und da ist dann eben auch vom Triathlon-Kollege bis zum blutigen Anfänger alles dabei. Genau dasselbe passiert schematisch gesehen auch mit euren Erektoren. Und dann natürlich als ganz großen Block die Einzeldiagnostik, also einfach sportmedizinische Testverfahren, um zu sehen, wie fit man ist und wie man eben noch fitter werden könnte. Dauert 2 Minuten. Gleichzeitig auch eine Messung deines Stresswerts. Das ist so ein Spiegelbild deiner Gesundheit und deiner Leistungsfähigkeit. Ein 40-jähriger Mann auf der Straße, der hat so eher 20-25% Körperfett. Bei den Frauen sind es jeweils so ungefähr 5-10 Punkte mehr. Also eine Top-Athletin hat vielleicht so 12-13%. Das Besondere an diesen Themenreisen ist natürlich, dass man einfach so im Urlaub in die Bewegung kommt und dafür haben wir natürlich ein breit gefächertes Angebot. Hier und da will ich unseren Gästen noch einen Einblick geben. Es wird eigentlich nie langweilig mit unseren Gästen. Das hier ist übrigens Else, eine neue Kollegin in der Redaktion und sie wartet genau wie ihr alle darauf, dass endlich die Verlockung der Woche kommt. Und hier kommt sie. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet, unterwegs zu sein im Indian Summer in Nordamerika. Wir starten unsere Reise in Montreal und fahren zuerst nach Quebec. Unser letzter Hafen in Kanada ist Halifax. Wir machen noch Halt in Bar Harbor und Boston, bevor wir unseren Zielhafen, die Weltmetropole New York, erreichen. Flamingos und auch Else können nicht singen, aber unsere Sänger können das und deswegen freuen wir beide uns jetzt richtig auf die schönsten Bilder der Woche von den Schiffen mit der tollsten Musik. Viel Spaß! I have loved you for-